Howdy, Partner! Eine neue Stadt hier auf der zweiten Insel. Sie nennt sich Ohana und sieht aus wie eine Westernstadt, oder? Hier steht ein Snubbel rum. Snubble, Snubble, Snub. Okay, cool. Ist mal was anderes. Zwischensequenz? Tali! Hey, Let's Play Markus, lass uns herausfinden, wer von uns stärker ist. Immerhin habe ich auch die größte Prüfung bestanden und mir einen Z-Ring erkämpft. So wie es hier in Ohana aussieht, kommt man sich vor, als würde man ein Duell in einem Western austragen. Voll cool und aufregend. Wir wollen natürlich einen fairen Kampf, also lass mich eben deine Pokémon wieder fit machen. Das finde ich gut, denn sie sind auf Route 4 ein bisschen in die Knie gegangen, so langsam. Also, ich habe mir hier auch ein Pokémon Center erhofft, also jetzt darfst du gerne gegen mich kämpfen. Los geht's, Pikachu und Co. Geben wir unser Bestes. Hat das Not? Tut das Not, dass der ein Pikachu hat? Na, wenn's sein muss. Ich habe ja zum Glück nicht den Wasserstarter gewählt. Hat man da schon einen kleinen Nachteil gegenüber Tali, das stimmt schon. Marbula, los! Drei Teammitglieder haben wir schon und ihr seht sie im Rahmen. Marbula, Wuffels und natürlich Mizunda. Okay. Käferbiss, beginnen wir damit. Wie sieht's leveltechnisch aus? Was ist er? Level 16. Sollte aber trotzdem hinzukriegen sein, hm? Diese erste Findungsphase. Oh, Elektroball. Autsch. Wir müssen halt auch davon ausgehen, dass er jetzt so langsam zu Z-Attacken greift. Bei Pikachu noch nicht. Aber es ist nichts auszuschließen. Gut gemacht, Marbula. Dank des EP-Teilers bekommt auch der Rest. Damit Wuffels Level 15. Er lernt Steinwurf. Das ist gut. Gerade Wuffels. Ihr seht's. Hat nur Biss bisher als Attacke. Was will ich denn? Sandwirbel behalten wir mal. Silberblick wäre okay. Anwender jault, um seinen Gang, Kampfgeist und seinen Angriffswert zu erhöhen. Ich glaube, dann entscheide ich mich gegen Silberblick. Weg damit. Und er erlernt Steinwurf. So hat das. Level 25 entwickelt er sich. Arboretos. Ich überlege, aber der sagt mir nichts, ne? Hört sich eigentlich nach einem Vogel-Pokémon. Ach so, natürlich, die Entwicklung von Bautz. Dann muss ich mal kurz wechseln, bitte. Claro. Hat jetzt den Namen, konnte ich jetzt nicht zuordnen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich natürlich gleich zu Mizunda darüber. Hätte ich mein Käfer-Pokémon drin gelassen. Oh oh. Was setzt ein? Aber welche Z-Attacke? Ja, okay, die auf normal. Ich dachte schon jetzt vielleicht super Pflanze. Das ist natürlich doof, wenn Mizunda jetzt drauf geht. Ich bin gespannt, ob wir das überleben können. Halte durch! Ach, locker. Mein Freund, ich zeig dir, wie das zu gehen hat, okay? Hier die Retour des Hyper-Sprint-Angriff. Peinliche Posen und los geht's! Ich weiß nicht, haben die Japaner immer mit ihren peinlichen Posen, ne? Sei es hier Fusion in Dragon Ball oder... Es gibt noch so viele Beispiele, ich komme jetzt gar nicht auf alle. Let's go! Oder Yokai Dance. Der ist für mich auch eine peinliche Pose. Was ist denn los? Haben die nicht mehr so die Durchschlagskraft, die Z-Attacken? Merkwürdig, als würde uns etwas hindern. Egal, Feuerzahn. Erledigt den Rest, wenn es den sogar ihn komplett aus den Latschen gekippt lassen hätte. Jo. Aber er hat noch einen, ne? Hat er nicht noch einen? Werden wir gleich sehen. Oh yeah, Marbula. Lernt Funkensprung. Ah, er lernt sogar jetzt endlich eine Elektroattacke, obwohl er auf dieser Stufe noch kein Typ Elektro ist. Aber das kommt schon noch. Käferbiss behalten wir und Lehmschelle bis... Ja, Klammer ist halt... Stärke 55. Du bist stärker auf jeden Fall. Klamme, nie eingesetzt. Brauche ich auch nicht so zwingend. Dann Funkensprung. Guti. Hey, sag mal, wie bist du auf diese Taktik gekommen? Einfach feste Truff oder was? Ja, ist nicht so gut, wie man denkt. Ach man, nichts geht über Blau, oder? Gary. Das war ein guter Kampf. Meine Pokémon hatten auch Spaß und darauf kommt es schließlich an. Hier, Let's Play Markus, das ist für dich. Angriffs Plus. Wie die eine da links guckt. Oh ja, die haben gekämpft. Okay, oh, schön. Das Herrscher-Pokémon hat eine ziemlich widerstandsfähige Aura, stimmt's? Bei anderen Herrscher-Pokémon ist es bestimmt auch so. Aber mit einem Angriffs Plus erzielen die Attacken deiner Pokémon mehr Volltreffer.
dann spielt die Aura keine große Rolle mehr. Manche Pokémon-Kämpfe gewinnt man und manche verliert man. Schlimm ist nur, wenn man keinen Spaß dabei hat. Also dann bis später, ich gehe mir die Ohana-Farm anschauen. Ja, solange man Spaß am Verlieren hat, dann weiter viel Spaß, ne? Mir gefällt dieses friedliche Örtchen. Wie war's mit der kleinen Pause? Hatte ich erst. Quasi. Wir haben den Part erst begonnen, liebes Rotom. Ich kann da auch nicht rein, weil ich irgendwie nicht auf die Veranda kann. Was zum... Ja, dann soll ich halt da nicht Luki-Luki machen. Ohana, wir entfalten uns zusammen mit Pokémon. Der hat auch einen Tauros, nicht schlecht. Tauros ist so geschickt, dass es mir manchmal sogar mit einem gezielten Tritt Items zuwirft, die am Boden herumliegen. Wir haben auch gesehen, dass da jemand geritten ist auf einem Bissbark. Und das fungiert ähnlich, ne? Mit dem Item finden kriegen wir wahrscheinlich noch, zu gegebener Zeit. Dein Marbula, es wiegt also unter 50 Kilo. Das will ich hoffen. Dann dürfte es die Attacke Strauchler auch nicht allzu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Im Pokédex kannst du jederzeit nachsehen, welches Pokémon wie viel wiegt. Hätte ich gedacht, dass so ein kleiner Käfer über 50 Kilo wiegt. Hätte ich mir gedacht, dass der 1 Kilo wiegt. Hallo? Ich kann so nicht mit denen reden. Die wollen hier ein bisschen auf Distanz bleiben, habe ich das Gefühl. Sobald du Kiabas Prüfung bestanden hast, erhältst du Glurak für Pokémobil. Mit ihm durch die Lüfte zu fliegen, ist ein tolles Gefühl. Was, mit Glurak macht die Frau im Fliegen? Das wird ja nice. Oh, es steht einfach ein Magma rum. Sollen wir da nicht Angst haben, dass sie alles abfackelt? Magma, Magma. Hallo? Darf man reden? Magma brät alles, was man ihm vorsetzt, auf den Punkt genau. Deutsche setzt es zwar jeden Herd, aber wer sein Fleisch gern ein wenig rosa mag, schaut in die Röhre. Ich nicht. Ich mag's schön durch. Jeder anders, aber ich bin kein hiervon wie heißt es doch gleich, Medium. Nicht so angetan. Magma! Das Klärchen, Wunderbärchen. Und auch dieses Haus, wie jedes andere, sehr, sehr liebevoll und detailreich umgesetzt. Früher hatte man nicht so viel Bock gehabt, in jeder Stadt ins Haus zu lunzen, weil jedes immer so ziemlich gleich aussah. Aber diesmal... Alter, hat die viele Magma, wo hört die her? Schön gezüchtet, was? Aber inzwischen lohnt sich das echt. Ich frage mich halt nur, ob der Aufwand halt nicht so groß ist, irgendwie auf Dauer. Wer wohnt hier? Alter, ziemlich großes Haus, wo man ganz viele... Ach so. Das macht Sinn. Ich darf hier nicht vorbei? Okay, ich gehe ja schon. Bin schon weg. Also mit dem Holzboden und der Holztreppe und all das würde ich mir hier keine 100 Magmas halten. Ist aber nur meine Meinung. Ich hoffe, ihr habt eine gute Versicherung. Genug Feuerlöscher. Ich habe nämlich keinen gesehen. So, das ist Pokémon Center. Da geht's schon weiter. Und ganz kurz nochmal. Ach, da ist nichts. Gut. Pokémon heilen. Schwester Joy, bitte beeilen. Jing, jing, jing. Bin auch gespannt, ob und wo und wie es weitere Pokémon gibt, die uns interessant sein könnten. Ich habe da schon ein paar auf der Liste, die ich gerne hätte. Und ich denke schon, dass so der eine oder andere, wenn es nur einer ist, hier auf der zweiten Insel anzutreffen ist. Vor Release alles ein bisschen schwierig rauszufinden, ehrlich gesagt. Aber wir kommen ja gut klar. So, Wuffels mal nach vorne, der kann jetzt auch ein bisschen austeilen, deswegen... Dort hinten liegt also die Ohana-Farm, dann ist es bis zum Plätscherhügel noch ziemlich weit. Bitte was? In der Alola-Region reiten die Leute schon seit langer, langer Zeit auf Tauros. Das erklärt doch, warum Pokémobil hier so ein fester Bestandteil des Alltags ist. Ja. Mir noch nie untergekommen, sowas. Andere Länder, andere Sitten. Ohana Farm. Alle, die hier auf der Farm arbeiten, sind verrückt nach Pokémon-Kämpfen. Schön. Irgendwie nice. Bist du, ist es eine alte Frau? Habe gut geschlafen, gut gegessen. Fehlt nur noch ein guter Kampf. Ich hoffe, du bist eine alte Frau. Hat ein Kleid. Körperbau, jo. Man weiß bei den NPCs nie so recht. Claire! Claire Grube, Claire Werk. Das war auch ein Stein der Rokana, ne? Ja, das ist ein bisschen doof.
aber ich kann ihn mit Unlicht ein bisschen beißen. Nee, kann ich nicht. Bin mir unsicher, was dem sein Typ angeht. Das ist für mich so ein Pokémon, was man vergessen sollte. Ich probiere es jetzt mit Steinwurf. Fuck the police. Ist er normal effektiv? Macht er auch. So ein Nachmacher. Das war ein Volltreffer. Ich muss mir da nicht ein Hemd machen. Ja, komm schon. Ich will auch einen Volltreffer. Schärfer, was genau? Aha. Das erklärt so einiges. Angriff steigt. Ah, damn it. Wuffels, ich glaube, dein Debüt geht nicht gut aus. Oh, komm. Wechseln zu Mizundauer aus dem Grunde des höheren Levels. Dass er da eher ein bisschen durchhört, obwohl... Ah, es ist ja vom Elementar im Nachteil. Ach. Nicht, dass die uns hier noch den Gar ausmacht. Z-Kraft. Mach mal lieber Z-Kraft, komm. Wird jetzt natürlich nicht Burning viel bringen, ja, Typ normal, aber... Aber let's go! Hey ho in the ghetto! Also let's go! Hypersprintergriff! Rabona, Chabona, Nabona! Und dann sowas Billiges. Mhm. Eine relativ prekäre Lage. Ich habe noch nicht Hopfen und Malz aufgegeben. Käferbiss wird wohl besser sein. Oh, Junge. Damit hat sie uns ganz schön am Schlawittchen. Ich hätte am Anfang irgendwas machen können, wisst ihr? Ich will auch ehrlich gesagt nicht besiegt werden. 12 Supertränke. Ich hätte bestimmt auch noch einen Trank auf Lager. Alles andere würde mich irgendwie überraschen. Ja, mit dem erhöhten Angriff. Ich kann nichts tun, leider. Höchstens so spekulieren. Aha. Super clever. Ich habe halt spekuliert, wenn Sandwirbel trifft und die nächste Attacke damit fehlschlägt, dass ich dann heilen kann und immer so was versuche, aber... Also nicht. Muss man mal eingestehen, die Niederlage. Unglaublich. Wir sind hier taktisch gar nicht so schlecht unterwegs. Hätte ich wirklich gar nicht so vermutet. Was machen wir? Gegen dieses Rokana. Mit wem wollen wir beginnen? Wir müssen halt mit den Statusveränderungen ein bisschen rumexperimentieren. Sandwirbel funktioniert ja nicht. Generell Statusveränderungen funktionieren nicht. Ah, das ist voll lästig. Aber uns selbst können wir stärker machen. Kraftschub. Andererseits, doch, Mizunda sollte beginnen, sich stärker machen und dann versuchen, was ein Mizunda versuchen sollte. Ansonsten haben wir gar nicht mal so gute Karten, gebe ich zu, aber der Ehrgeiz ist größer. Du entkommst mir nicht! Die alte Frau, ey. Die Claire. Claire Redfield! Wenn er noch nicht geschärft hat, dann ist alles noch im Rahmen, wisst ihr? Sodle. Kraftschub. Wenn wir ihn nicht verändern können, verändern wir uns selbst. Bevor er da jetzt zu sehr irgendwie in die Materie geht, müssen wir ihm eins überbraten, bitteschön. Take it! Echt nicht gut. Aber er ist zurückgeschreckt. Das ist schon viel wert.
Eigentlich sogar mehr als ein Volltreffer, möchte ich meinen. Das war aber ein Volltreffer. Ich bedanke mich über beides. Ja. Nicht mit mir. Kein zweites Mal. Habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Ich habe die Attacke abgewehrt. Nein, Top-Genesung. Tja, was bleibt mir anderes übrig, ne? Nicht irgendwie super Trank, nein. Top-Genesung hat die Alte. Die lässt nichts anbrennen. Apropos anbrennen, wie wär's, Rokana? Rokara, Entschuldigung. Ah, bitte! Er leidet Verbrennungen. Naja, mach du, Verteidigung steigt. Das ist viel wert, das Brennen. Ich brenne vor Leidenschaft. Und wie brennst du? Aha, zurückgeschreckt. Das dürft's gewesen sein. Hat die Eisgard wirklich eine Top-Genesung, damit auch wirklich die Verbrennung wäre jetzt auch weg gewesen. Holy moly. Wir haben unser Team bislang für 3 Teammitglieder recht vielfältig auf die Beine gestellt. Aber ich muss sagen, alter Schwede, das trifft nicht für alle so zu. Das reicht noch nicht, um komplett auf alles eine Antwort zu wissen. Was ist das genau? Statusprobleme, kämmt, Schmutz. Das ist jetzt aber Schmutz, ne? Nein? Sieht aber schmutzig aus. Sand ist das. Sieht aus wie Schmutz. Sand sieht für mich irgendwie doch ein bisschen anders aus. Egal, ich gönne dir. Sag mal, kann man das nur mit den Starter-Pokémon machen? Nee, ne? Quatsch. Wäre noch schöner. So. Weil wir halt ihn immer nur vertätscheln, ne? Die anderen beiden hätten es auch mal verdient. Aber in diesem Kampf nicht so recht. Oh man, die Alte. Voll nicht schlecht. Voll nicht schlecht. Wuffels, willst du denn nochmal? Nach vorne. Versuch was. Auf das Gegner kommen, gegen die du dich ein bisschen besser anstellen kannst. Oh, Hanna Farm, Kumu-Weide. Alter, die Kumu-Farm. Hallo. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Du kommst wie gerufen. Komm mal mit, es ist gerade ein Captain hier. Ja? Oh, ich habe meine Challenge hier wohl. Am Start, am Stissel. Hallo, Miltank. Was zum... Schätze, das Miltank hat ein Problem. Oh nein, sie. Wer hat die größten Euter? Miltank, natürlich. Wie geht's, wie steht's? Kumu-Milch von der Ohana-Farm ist wirklich das Beste. So cremig und erfrischend. Und erst die helle Soße, die man daraus machen kann, unbeschreiblich gut. Miltank! Da wir hier uns im Weg über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Bisbark kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Nice. Mit dem Bisbark-Detektor kannst du Items aufspüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieser Slogan von Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den B-Knopf gedrückt, wirst du mit Items beglückt. Spring auf und probier selbst aus. Hier in der Gegend liegt einiges vergraben. Am Plätscherhügel hinter Route 5 findest du eine gute Freundin Tracy. Grüß sie von mir. Okay. Klingt nach dem Plan. Route 5 ist ein beliebter Ort für junge Trainer, die ihre Fertigkeiten verbessern wollen. Psst. Ja. Das Wuffels, das ich per Tausch erhalten habe, will einfach nicht auf mich hören. Hätte ich doch nur mehr Stempel auf meiner Inselwanderschaft gesammelt. Mehr Orden. Wuff. Okay. Mit dir alles klar? Tauro. Ich schätze, es wird also auch jede Menge Items hier geben. Bisbark. Wie funktioniert das genau? Hältst du den B-Knopf gedrückt, wirst du beglückt. Ich mach hier mal, ich guck mal hier ein bisschen. Irgendwas? Moment. Muss ich da was drücken, oder was? Ja. Das heißt... Ah, das ist der neue Detektor. Wie geil ist das denn? Und er funktioniert. Wie eine 1, möchte ich meinen. Das ist mal eine feine Nase, du. Ne, bei denen. Am Hintern, oder was? Ta!
Tau! Hier daneben. Tafelwasser. Da ist direkt ein Wasserfall und schön abgefüllt schon in der Flasche. Okay. Die Pokebohnen, die man im Kaffeebereich des Pokémon-Senders bekommt, stammen ursprünglich aus dem Pokémon-Ressort. Was du nicht sagst. Trompec weckt mich jeden Morgen zur selben Uhrzeit, aber nicht etwa, weil seine innere Uhr besonders präzise wäre. Es orientiert sich an der Wecker der Nachbarn. Würde der nicht klingeln, verschliefe es selbst. Trompec ist die Weiterentwicklung von Pepek. Und was ist mit ihm los? Tauros! Komm mal runter, Mann. Das Taurus, da ärgerst du besser nicht. Von dem fängst du dir sonst ganz schnell einen Tritt ein. Taurus sind ja ohnehin schon temperamentvolle Pokémon, aber dieses Exemplar hier ist ganz besonders ungestüm. Andererseits ist es auch kein Wunder, denn hier ist noch ganz neu hier auf der Farm. Eigentlich würde ich es ja gerne über Pokémobil nutzen, aber ich kann es ja schlecht abrichten, wenn es bei jeder Kleinigkeit auch ausflippt. Ich schätze, das ist ein Fall für die Herren des Hauses, oder besser gesagt, die Herren der Farm. Die hatten ein Händchen für sowas. Die Herren der Farm? Ich rede von der Herren der Ohana-Farm hier. Die kriegt jedes noch so störrische Taurus in den Griff. Aber du hast natürlich schon recht. Es wird Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Wir brauchen jetzt die Herren der Farm. Die würde schon für uns richten. Warum ist die nicht am Start gewesen? Wo ist sie denn? Da haben wir sie ja schon. Die Herren der Farm? Miltank! Im Ernst? Miltank! Wenn Miltank hier erstmal Gehör verschafft, dann kuscht jedes noch so widerspenstige Taurus ganz schnell und ist auf einmal so handsam wie ein Voltilam. Miltank! 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 Was? Taurus! Da hört ihr es, mit so einem störrischen Taurus ist überhaupt nicht zu spaßen. Seht doch, es bekäme da selbst die Herren der Farm so ihre Probleme. Wenn man es dazu kriegen könnte, erstmal ein wenig überschüssige Energie zu verbrauchen. Hey, was sagst du? Würdest du mal eben einen Kampf gegen das Taurus bestreiten? Sicher doch. Kann ich es einfangen? Wäre schon nice. Dann gäbe alles. Halbherzig müsste diesen Kampf nicht gewinnen können. Warum? Hat es irgendeine Special-Mega-Taktik auf Lager? Ja gut, irgendwie muss es ja. Also kann ich es nicht fangen. Schon gut, verstehe. War das ein Safari-Ball? Gut denkbar. Ja. Sandwirbel wäre vielleicht eine Option. Mache ich erstmal am Anfang. Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Initiative sinkt stark, das ist doof. Aber deine Genauigkeit sinkt. Gut, dann probieren wir es jetzt. Autsch. Ah! Nicht sehr effektiv, aber Volltreffer. Na, dann ist ja gut. Kam schon mit der Angst. Weiter, weiter. Steinwurf. Immerhin, der Sandwirbel hat sich schon bezahlt gemacht. Habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, ob 4 Attacken ausreichen. Ich fürchte fast, dass selbst 4 Steinschläge nicht genug sind. Komm schon. Ah, bitte. Ah. Da bleibt mir kaum was anderes übrig. Ich glaube, der macht das selber auch. Warum auch immer er das tun sollte. Er will ja, dass sich das auspowert quasi. Aber ich denke schon. Nein? Na dann. Dann ist ja gut. Beiß es zu Tode! Mit dem abgerichteten Killerhund hier. Kampfhund! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Unser Kampfhund. Erreicht Level 16. Okay, Malik, alles besser? Oh, das tat gut. Warum dir? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Du bist ganz schön ins Schwitzen gekommen, was? Das Taurus schaut auch ein wenig umgänglicher drein. Taurus! Miltank! Taurus! Der geballten Ladung von dir und Miltank hatte das Taurus dann nichts mehr entgegenzusetzen. Danke dir, du bist und bleibst die Herrin der Farm, Miltank.
Daran gibt's nichts zu rütteln. Meldung! Dank dir kann ich jetzt endlich durchstarten mit der Pokémobil-Ausbildung für das Tauros. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Die Scope-Linse. Pokémobil ist schon eine feine Sache. Davon haben nämlich endlich auch die Leute etwas, die keine Trainer sind. Oh. Schön, dass so ein Tauros immer so viel Mitspracherecht hat und Text. Und solange unser Miltank ein strenges Auge auf diese störrischen Tauros hat, trauen die sich auch gar nicht erst zu faulenzen oder bei ihrer neuen Aufgabe zu schludern. Sehr interessant, aber mehr gibt's hier nicht. Okay. Dann werden wir ein bisschen zurückgehen. Und ja, im nächsten Part geht's weiter. Freut euch drauf. Ich tu's. Daumen hoch oder Daumen runter. Pokémon Mond wird immer bunter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.